Top Leave-Ins, die ich immer benutze, die für mich persönlich die besten sind. Ich benutze sie auch jeden Tag. Ihr könnt sie unterschiedlich verwenden. Ihr könnt sie zum Entwirren eurer Haare benutzen oder zum täglichen Befeuchten. Also sie sind auf jeden Fall vielseitig einsetzbar. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und wenn euch das Video gefällt. Wenn ihr mir am Ende einen Daumen nach oben geben würdet und natürlich auch kostenlos abonniert. Alle Zutaten schreibe ich euch später unten in die Infobox. Kämmen will oder so, dann benutze ich das schon mal sehr gerne und es riecht auch sehr gut, also je nachdem, was für einen Conditioner benutzt. Also am besten ist es, wenn ihr einen Conditioner ohne Silikone benutzt oder ihr könnt ja auch ein Leave-In mit dem Wasser mischen. Ihr müsst nicht unbedingt einen Conditioner benutzen. Und ja, ansonsten die anderen beiden, einmal das mit dem Rosenwasser und das mit dem Aloe Vera Wasser, benutze ich eigentlich tagtäglich. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr eure Haare mindestens einmal ansprüht, bevor ihr das Haus verlässt. Das ist ganz wichtig, damit eure Haare nicht trocken sind und über den Tag genug Feuchtigkeit haben. Also ich nehme so eine kleine, also die habe ich mir online bestellt und die sind auch nicht allzu groß. Also die passen in jede Tasche und ich nehme mir die zwischendurch, also ich nehme mir die gerne mit und sprühe meine Haare zwischendurch mal damit an, je nachdem. Besonders im Sommer mache ich das mal gerne, weil die da
auch ziemlich trocken sind und im Winter ist es auch ganz gut, je nachdem was da drin ist. Und ja, dann erzähle ich euch nochmal was zu den Toppings, die ich da reingemacht habe. Und zum Beispiel zu dem Seidenprotein, zu dem Weizenprotein und den ganzen Sachen. Also das Rosenwasser und das Aloe Vera Wasser kriegt ihr im Rossmann. Ganz normal, also das Rosenwasser nicht, das habe ich von Douglas, das ist das hier, von Rosens. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kostet aber auf Amazon ca. 13 Euro, also ich bestelle mir das immer da im Abo. Ich benutze das auch für meine Hautroutine und ich finde das ganz gut, deswegen, ja, ich benutze das auch sehr vielseitig. Und das Rosenwasser ja ganz normal im Rossmann für, oder in DM für ca. 8 Euro, je nachdem wie groß, wie viel Milliliter ihr euch holt. Ja, dann erzähle ich was zu dem Nuratin P, was ich mir mit da reinmische. Ihr könnt natürlich auch nur Wasser benutzen und eure Haare damit ansprühen, aber also ich finde es wichtig, vor allem im Winter oder auch im Sommer, gerade wegen der Sonne oder im Winter, weil es halt so krass die Haare austrocknet, das kalte Wetter, mache ich gerne immer noch so Extras in meine Leave-Ins. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Also Nuratin P ist ein Weizenprotein und rein pflanzlich, Ersatz zur besseren Kennbarkeit des Haares gegen statische Aufladung sowie zum Schutz des Haares bei äußeren Einflüssen wie Föhn, Baden im Salzwasser oder bei starken Sonneneinstrahlungen. Also ihr seht schon, dass es eigentlich ganz gut ist, auch für den Sommer, wegen dem Baden zum Beispiel im Meer. Also wer oft am Meer ist oder im Salzwasser oder auch gegen starke Sonneneinstrahlungen und natürlich auch gut zur Kennbarkeit und es ist sogar gegen äußere Schäden wie zum Beispiel Einfluss vom Föhn, also wer sich die Haare oft föhnt, also den kann ich das nur empfehlen. Also ich benutze das oft und das ist eigentlich fast überall bei mir drin. Also es gibt kein Haarprodukt, was ich mir selber mache, wo das nicht drin ist. Und ja, dann erzähle ich euch was zum Weizen-Mikroprotein. Das ist ein kosmetischer Rohstoff. Ich lese auch mal vor, was hinten drauf steht. Weizen-Mikroprotein baut die Haut- und Haarstruktur von innen auf. Der Feuchtigkeitshaushalt wird stabilisiert und ausgeglichen. In Haarpflegeprodukten für trockenes und in Cremelotion für trockene und sensible Haut anwendbar. Also ihr könnt es sogar für eure Haut benutzen. Also wenn ihr, keine Ahnung, euch eure Haut täglich mit Shea Butter einreibt und ihr die auch selber macht, dann könnt ihr die auch noch zusätzlich da reinmachen. Also wie ihr seht, ist das auch sehr vielseitig einsetzbar. Und das ist bei mir eigentlich auch überall drin und das wird jetzt ungefähr auch 0,5 bis 5% eingesetzt. Also wenn zum Beispiel in euren Leave-In 250 ml drin ist, dann kommt davon umgerechnet 5% in euer Leave-In rein. Ja, dann habe ich noch Seidenproteine und solche. Ich verlinke euch aber unten in der Infobox, wo ihr das dann alles finden könnt. Und ja, dann habe ich dieses Parfümöl. Das ist sehr gut, ich kann euch das nur empfehlen, das riecht einfach traumhaft, das riecht wie ein Parfüm. Ich würde das am liebsten noch so auf die Haut machen, aber ich glaube, das ist nicht so gut, weil das halt ziemlich hoch konzentriert ist. Also ein paar Tropfen reichen wirklich schon dafür aus, dass es sehr intensiv riecht und euer Leave-In riecht wirklich traumhaft und eure Haare riechen den ganzen Tag einfach überragend, ehrlich. Und das kostet auch, glaube ich, ca. 3-4 Euro, das verlinke ich euch dann auch nochmal unten, wo ihr das herbekommt. Und ja, dann einmal Squalan, was ich eigentlich auch oft verwende. Das ist, also ich habe gehört, dass es ein Ersatz sein soll für Silikon. Also wenn man kein Silikon in den Produkten ist, dass man das reinmachen kann, dass das halt weniger schädlich ist. Ich kann auch mal vorlesen, was hinten drauf steht. Also Squalan wird durch die Hydrierung der unverseichbaren Teile des Olivenöls gewonnen. Squalan ist in dem Hautoberflächenfett der menschlichen Haut sehr ähnlich und wird daher von der Haut sehr gut aufgenommen, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Also ihr könnt es auch auf, also auch in Hautprodukten mit reinmischen oder halt auch in Haarprodukten. Es soll einen ähnlichen Schutz wie Silikon haben, nur halt nicht so schädlich. Es legt halt einen schützenden Haarfilm um die Haare und soll die halt vor äußeren Einflüssen schützen und die Haare griffiger und glatter machen. Ja, also ich benutze das auch sehr gerne und da ist halt ziemlich viel drin, genauso wie in zum Beispiel in diesen Flaschen. Also das kostet vielleicht etwas mehr, ca. 8 Euro oder so. Und wenn man sich das dann alles holt, im Ganzen ist das dann schon ein bisschen viel Geld. Aber ihr müsst bedenken, dass ihr davon jedes Mal immer nur 2 bis 5 oder sogar 0,5% einsetzt. Und das habe ich jetzt wirklich schon ewig, Leute, und das hält wirklich
ewig, das hält ewig, weil wenn ich jedes Mal nur so ein Leave-In mache und davon nur 2% hiervon reinmache, das sind wirklich immer nur ein paar Tropfen, dann hält das wirklich lange. Also ich habe noch nicht mal die Hälfte davon verbraucht, also es ist immer noch voll. Und dann, ich weiß jetzt nicht, wo ich die Flasche stehen habe, aber das ist Glycerin, was ja auch so ein Thema ist. Viele sagen ja, Glycerin ist schädlich für die Haare, es trocknet die Haare aus. Und das stimmt nicht ganz. Also Glycerin kann den Haaren schaden, wenn man davon zu viel reinmacht. Denn Glycerin hat halt die Eigenschaft, die Feuchtigkeit aus der Umgebung in sich hineinzuziehen, also zu binden. Und wenn du zu viel von dem Glycerin in deinem Produkt drin hast und es also um dich herum alles trocken ist, muss es ja die Feuchtigkeit irgendwo rausziehen und dann zieht es die im schlechten Fall halt aus deinen Haaren und es würde deine Haare austrocknen. Deswegen sollte man aufpassen, wenn man Glycerin verwendet, dass man nicht zu viel verwendet, denn Glycerin kann auch gut sein, denn es kann auch die Feuchtigkeit aus der Umgebung binden und halt deinen Haaren geben. Also ist Glycerin nicht unbedingt schädlich. Es kommt halt darauf an, wie du es einsetzt. Also man sollte auf jeden Fall aufpassen und nicht zu viel davon verwenden. Ja, das war's dann auch eigentlich schon. Wie gesagt, alle Sachen verlinke ich euch unten, wo ihr die überall herbekommt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und natürlich nicht vergisst zu abonnieren, was übrigens kostenlos ist. Und ja, vielen Dank. Take me so far, see the stars from the back of your car.